Hey Leute und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy, heute zur 6. Folge. Ja, es geht weiter und bevor wir loslegen, möchte ich nochmal kurz ein paar Sachen ansprechen, beziehungsweise eigentlich nur eine einzige Sache. Und zwar war für heute eigentlich ein Mario Galaxy Livestream geplant. Ich muss auch sagen, ich wollte den Stream auch erst noch vorhin starten, hatte alles eingerichtet gehabt und hatte ihn dann eben erstmal auf privat gestellt, um erstmal zu gucken, bei so einem Teststream, wie der so läuft. Und ich war aber mit ein paar bestimmten Sachen noch nicht so ganz zufrieden gewesen, dementsprechend wird sich wahrscheinlich der Stream erstmal verzögern und deswegen gibt es jetzt heute erstmal noch eine normale weitere Aufnahme. Ob jetzt überhaupt am Ende noch ein Stream kommen wird, ist natürlich jetzt die andere Frage, denn das hier ist die letzte Folge, die jetzt eben noch, also die letzte tägliche Folge, die jetzt noch kommt. Bisher sind ja immer täglich Folgen von Mario Galaxy online gekommen und das hier ist hiervon jetzt die allerletzte. Denn die nächsten Folgen werden nur noch am Samstag und am Sonntag online gehen. Ja, das ist leider wahr, aber ich hatte es ja schon damals in der zweiten Folge gesagt, dazu fehlt mir dann leider doch die Zeit. Gut, bis zum Ende der Weihnachtsferien hätte ich eigentlich noch Zeit, um täglich eine Folge hochzuladen. Aber, ja, dafür fehlt mir dann noch ein bisschen die Lust, weil ich zocke ja momentan auch noch viele andere Spiele und, ja, ich habe jetzt auch nicht unbedingt Lust, den ganzen Tag Mario Galaxy vorzuproduzieren. Dementsprechend ist das jetzt hier erstmal die letzte Folge und die nächste Folge gibt es dann vermutlich wieder am Samstag, aber keine Sorge, es kommen auch noch Videos davor. Es kommt ja erstmal am Donnerstag noch der Silvester-Talk und dafür wird auch noch ein Video online kommen, wo ich nochmal, ja, ein kleines Abschiedsvideo zu den Flashcamps mache, denn die werden ja am 31. Dezember auch eingestellt. Okay. So. Wir machen jetzt weiter. Die nächsten Folgen, kann ich aber auch schon mal sagen, unter anderem jetzt auch diese, werden jetzt länger. Dadurch, weil jetzt eben wöchentlich nur noch zwei Videos kommen und nicht mehr täglich, werden die Folgen aber auch dafür deutlich länger werden. Bis zu 40 oder 50 Minuten kann jetzt auch mal ganz gerne eine Folge lang werden. Deswegen, ja, das wollte ich an der Stelle nur mal angemerkt haben. Es kommen zwar jetzt weniger Parts, aber dafür auch deutlich längere Parts. Ich hoffe, das ist eine gute Alternative dafür, denn ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt hier 3 Monate Mario Galaxy hochzuladen, weil die Folgen jetzt immer noch 20 Minuten lang sind und ich meine, ich kriege pro Part 1 bis maximal 2 Powersterne. Dann kann man sich ja ausrechnen, wie lange das hier noch dauern würde. So, außerdem hatte ich schon gesehen, dass das Pilzschiff, so wie die Luma es hier nennen, fertig geworden ist. Das ist ja cool. Kann ich jetzt hiermit irgendwas machen? Das Raumschiff ist fertig. Ja, sehe ich schon. Das von Captain Toad. Lässt sich damit noch irgendwas machen oder ist das erst später wichtig und interessant? Unser Pilzschiff ist endlich fertig. Jetzt können wir bei deiner Suche nach dem Powerstern helfen. Wir sind der Toads Suchtruppe und die Crew dieses Schiffs. Und der Anführer des Suchtrupps bin natürlich ich. Nun soll das Universum sehen, zu was der Toads Suchtrupp fähig ist. Okay, ich bin sehr gespannt. Kann man das Ding dann, kann man das Teil dann in den einzelnen Level finden? Ich bin mir gerade nicht sicher. Na, egal. Was soll's. Dann machen wir jetzt eben weiter mit den nächsten Galaxien. Bowser Jr. haben wir ja im letzten Part, ja gut, nicht besiegt, aber zumindest ein Spielzeug haben wir besiegt, diesen großen Roboter. Und hier. Und jetzt möchte ich noch hier Umdrehbodengalaxie machen. Das ist eigentlich die, ja, das letzte, den letzten Stern, den wir uns hier momentan noch holen können. Danach müssen wir wechseln. Dann geht es quasi in die zweite Welt, nehme ich mal an. Umdrehbodengalaxie. Wie heißt denn der Stern? Färbt die Umdrehböden gelb ein. Okay, dann machen wir das einfach mal. Mal schauen, was uns hier erwartet. Die Dinger. Muss man wahrscheinlich einfach nur rüberlaufen und dann färben die sich alle ein. Könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Wir kommen in der Galaxie. Na dann, let's go. Wow, 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 wow. Hier wird noch geschossen. Hilfe. Schönes Underground-Theme. Und jetzt hier rüber. Und rüber. Ja. Wow. Na, der schießt immer 3-mal hintereinander und dann macht er kurz Pause, glaube ich. Boah, kann er mich hier treffen? Nee. Oh, da ist noch so ein Ding, habe ich gerade gesehen. Zack, zack. Oh, ich darf also nicht mehrmals rüberlaufen. Ja, und jetzt hat er... Ja, wow. Wow, was willst du da jetzt machen? Hä? Was willst du da machen? Der schiebt dich ja einfach runter. WTF, da kann man ja gar nichts machen. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay, also einmal treffen und man ist quasi sofort tot von dem Ding. Alles klar. Schön, dass ich das jetzt auch mal weiß.
Also nochmal. Sag hier rüber. Mann! Ja, jetzt schiebt er mich nicht runter. Hä? Was? Hä? What the fuck? Ich hab nicht mal Leben. Hä? Was war das? Hä? Ich hab nicht mal Leben verloren. Und Mario hat sich irgendwie an dem Ding noch festgehalten. Muss ich das verstehen? Und hier geht's auch gar nicht weiter, sehe ich gerade. Kann das sein? Nee, ich muss auf die... Ah, okay, ich muss auf die andere Seite. Okay, ich glaube, das Ding ist ein bisschen verbuggt oder so. Aber warte, jetzt muss ich ja hier alles wieder neu machen. Was ist das denn für eine Kacke? Warte mal. Das muss man, glaube ich, cleverer machen. Man macht so und lässt sich treffen, genau, weil ich dumm bin. Zack, zack, zack. Ey, ist voll... Hey, warte mal. Zack, zack, zack. Zack. Ja, Junge. Zack, zack, zack. Ja, ich muss es ja wieder einfärben. Aber warte mal. Ich kann's ja, ich bin eh tot wahrscheinlich, aber... Ich kann es jetzt so, dann so. Habe ich trotzdem immer... Ja, und dann kann ich hier runterlaufen, okay. Dann kann ich so machen. Kommt das Ding zu mir? Nee. Ja, okay, wow. Ich hatte jetzt Angst, dass das Ding da rechts fährt. Ah, okay, das Level ist ja mal mega scheiße. Im positiven Sinne. Okay. Man muss es ein bisschen mehr mit Strategie angehen. Jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt müsste ich es schaffen. Ich habe dieses Ding gerade ohne Witz nicht gesehen, ne? Was ist denn das für eine Kacke? So, und jetzt lasse ich mich nicht von diesem Bums hier treffen. Ach, deswegen hatte ich, glaube ich, wieder vorhin 3 Leben, weil ich die Münze eingesammelt hatte. Kann das sein? Jetzt färbt sich die Scheiße ja schon wieder um. Mann, ich bin zu blöd für diese Kacke. Das kann doch nicht wahr sein. Also, zack, zack, zack. Und zack. Okay. Und Hit. Alles klar. Passt. Zack. 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 Zack, zack. Zack. So. Rüber. Dann die Scheiße nehmen. Ja, hitten lassen und wieder sterben. Man kennt's. Oh, fuck, ist das beschissen. Okay. Mach ich jetzt so. Soll ich den Bullshit da hinten... Ja, da unten ist eine Münze. Ich muss es riskieren, mir irgendwie die Münze hier holen. Okay. Ich glaube, da oben ist jetzt die letzte Plattform, ne? Die noch fehlt. Boah, Alter, wenn er da jetzt runtergefallen wäre, ne? Okay, es passt. Ja, gut. Man muss es ein bisschen mit Strategie angehen. Alter, Junge, wenn der da jetzt runtergefallen wäre, ne? Ich wäre so ausgerastet. So, fährt das Ding automatisch? Ah, okay. Katapultiert mich hoch. Aber guck mal auf den Background, ne? Schöne Easter Eggs hier, das erste Super Mario Bros. Okay, leider sehr dumm in dem Level eingestellt, das gebe ich zu. Aber immerhin habe ich den Stern. Aber ja, ich habe mich wirklich sehr dumm in dem Level angestellt. Immerhin ist die Galaxie dafür komplett. Wir speichern. Und dann geht das auch schon weiter. Hoffen wir, dass es in den nächsten Leveln nicht so enden wird. Und ja, machen wir einfach mal weiter, würde ich vorschlagen. Es ging jetzt hier zum Badezimmer, habe ich gesehen. Übrigens, wenn man sich hier runterfallen lässt, passiert nichts. Das ist mir nämlich vorhin ausnahmsweise passiert mal. Man wird nur in einer schönen RGB-Animation wieder hochgetragen. Und zack. Okay. Was erwartet mich hier? Okay, die nächste Welt anscheinend. Na, dann würde ich mal sagen, let's go ins Badezimmer. Ah, 15 Sterne brauchen wir für den nächsten Bosskampf.
Beziehungsweise für den nächsten Bowser Jr. Fight wahrscheinlich, keine Ahnung. 12 Sterne hierfür und 9 dafür. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit dieser Galaxie an. Und das ist die Sternenstaubgalaxie. Sieht aus wie so, ja, ich glaube, das soll so ein Virus darstellen, oder? Ist das die Corona-Galaxie hier? Schauen wir uns das mal genauer an. Der Sternregenpfad nennt sich das erste Level. Ich würde vorschlagen, wir spielen die komplette Galaxie in diesem Part durch. Oh, das sieht ja mal cool aus. Alter. Es wird also episch. Ah, diese schöne Musik auch noch. Ey, das sieht echt geil aus. Dann jetzt hier noch mit der Sonne da im Hintergrund. Sieht richtig schön aus. Okay, ich soll hier wieder drauf ziehen. Sehe ich schon. Und dann schütteln, oder was? Ah, okay. Paar Sternteile. Ah, das ist schön hier. Auf die Galaxie freue ich mich. Dann dahin. Okay, ich muss mich also hier von den Dingern hin und her ziehen lassen quasi. Ja, wo jetzt lang? Keine Ahnung. Hier? Ist hier irgendwas? Nee, ne? Hm. Und jetzt einfach schütteln, oder? Achso, nee. Hier. Ja, und hier ist jetzt nichts mehr. Das heißt, jetzt kann ich einfach schütteln. Und lande hier. Wow, wow. Ja, toll. Das war jetzt dumm. Ich bin mitten in das Ding reingelaufen. Was soll's. Genau, du kommst mal her hier. So, ich möchte mal hier hin. Zack. Ey, sag mal, ey, wie blöd bin ich eigentlich heute? Das ist eine komplette Chaosfolge. Ich lasse mich jetzt von so einer Scheiße hier. Ich meine, klar, die Steuerung ist auch ein bisschen verwirrend, aber ich bin das eigentlich aus Galaxy 2 gewohnt. Ich hoffe, ich kriege Münzen. Das war ganz schnell. Ah, sind wir auf so einer Rakete, ne? Sehr cool. Ah, und hier sind Münzen. Dankeschön. Okay, ich kann mich also wieder da hin und her ziehen. Okay, ich werde aber erstmal gucken, was so auf der anderen Seite noch ist. Weil da hat man jetzt bisher noch nicht so wirklich was gesehen. Aber nichts Besonderes anscheinend. Okay. Kann ich hier reinstampfen? Nee, okay. Dann. Wo war das jetzt? Hier. Nee, da. Gehen wir mal dahin. Kann ich loslassen einfach? Ja, ne? Okay, er kann da stehen bleiben. Alles klar. Und zack. Dann einmal hier hin. Ja, okay. Das war wohl noch nicht ausreichend. Wieso fällt denn der immer wieder zurück? So, jetzt aber. Muss nur länger gedrückt halten. Das sieht schon wirklich schön aus. So, hier hin und her ziehen. Bisschen aufpassen vor dem Meteoriten. Okay, da kommt er nicht rein. Okay. Er fällt dann nur auf den Planeten zurück. Das sollte mir aber nicht zu oft passieren, weil das kann mir auch irgendwann den Tod bedeuten. Gibt durchaus auch Level in Galaxy 2 gab es da, die einem da relativ schnell den Tod erklärt hatten, quasi, wenn man da einen Fehler gemacht hat. Dementsprechend bin ich da lieber etwas vorsichtiger. Böse Erfahrungen aus Galaxy 2 mit diesen Dingern gemacht. Okay.
Was sind das für Dinger? Was könnt ihr? Nur sehr hoch springen anscheinend. Boah, können die irgendwas schießen oder so? Anscheinend nicht. Ein One-Up. Hier kann ich hochlaufen, ja. Und tschüss. Boah, ganz viel Stuff hier. Ein Torwart, was machst du hier? Ich habe meine Brille verloren. Jo, da kann ich dir auch nicht helfen. Rette meine anderen Freunde. Mach ich. Hi. Wo steht der Powerstern? Das würde ich auch ganz gerne wissen. Wo ist der Powerstern? Du bist nur ein nerviger Geselle als auch mal ab. Okay, ich muss anscheinend alle Toads befreien. Aha, und da haben wir ihn auch schon. Captain Toad kommt an. Ich hoffe, du hast einen Powerstern mit am Start. Ansonsten kannst du dich gleich wieder verpissen. ja, hallo. Kann ich mich zu dir hinziehen, Captain Toad? Bam. Schön, eine Kopfnuss gegeben. Hallo. Da, Mario, der Toad-Suchtrupp eilt zu Hilfe. Boah. Wir haben eine Abkürzung zum Powerstern entdeckt. Also verwendet den Sternring ja oben auf dem Pilzschiff. Aha. Das hört sich ja gut an. Wuhu. Oh oh. Das bedeutet aber noch nicht, dass das Level vorbei ist. Aha, okay, sehe ich schon. Was soll das werden? Okay. Die Wege offenbaren sich erst. Okay, ich muss hier Sternteile sammeln, ich sehe schon. Wie viele insgesamt? Ich weiß es nicht. So. Hier, zack. Muss ich einfach nur rüberspringen. Das ist ja einfach. Zack. Okay. Absolut kein Problem. Ich hoffe, es genügt, wenn ich drei Teile habe. Oh, aufpassen. Da kann man sehr leicht runterfallen. Da vorne ist noch so ein Ding, habe ich gesehen. Das sind mehrere. Ja, man darf nicht zu eilig sein. Man darf hier nicht zu eilig sein. Ich denke mal, 5 Stück brauche ich. Weil es gab ja auch noch einen Weg zur rechten Seite. Okay. Ne, kann schon runter hier. Man merkt, ich bin... Wow, ich bin jetzt wirklich ein bisschen vorsichtig. Weil ich will jetzt hier nicht noch auf den letzten Metern einen Fehler machen. Ja. Da wäre ich jetzt schon fast ein bisschen zu eilig gewesen. Ach, hier ist mir dann... Hier erscheint wahrscheinlich dann nur der Powerstern. Das heißt, ich muss noch woanders lang. Aber wo? Ich habe gesehen, da auf der rechten Seite. Ja, wahrscheinlich hier, oder? Wahrscheinlich hier. Nee, hä? Also da vorne ist das Ding. Ich sehe es ja da ganz vorne, aber... Wie komme ich da hin? Hier in diesem schrecklichen Labyrinth. Gibt es hier keinen Weg, der nach rechts führt? Nee, ne? Vielleicht doch hier oben? Irgendwo? Aha, okay, ich dachte mir schon. Zack. Boah, fies, ey. Und zack. Okay. Erscheint der Powerstern direkt bei mir? Natürlich nicht. Also in den Weg zurück darf ich auch noch gehen. Hallo? Wieso spawnt hier nichts mehr? Ah, okay. Oh, das war jetzt gerade knapp gewesen. Gab es das auch in Galaxy 2? Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Sachen hier... Galaxy 2 hatte halt auch sehr viel von Galaxy 1 übernommen, aber ob es sowas hier gab, das weiß ich nicht. Das ist zu lange her. Okay. Aber wir haben ihn. Sehr vorsichtig gespielt, das stimmt. Aber besser als zuvor, eilig und dann noch zu sterben. Deswegen
passt das hier an der Stelle erstmal. So, wie lange geht die Aufnahme? 21 Minuten schon. Aber ist natürlich kein Problem. Ich habe ja gesagt, die Folgen werden länger. Und wir machen natürlich weiter. Eine neue Galaxie wurde entdeckt. Das ist ja schon mal schön. Okay, let's go. Weiter geht's. Wieso gehe ich raus? Ich kann auch direkt weitermachen. So. Na, guck mal, ich kann das Ding hier freischalten. Was wäre das rein theoretisch? Testball. Ist das so eine Art Fußball oder was oder wie? Gucken wir uns auf jeden Fall später an. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt trotzdem erstmal mit der Sternenstaub-Galaxie weiter und fliegen dorthin. Stern Nummer 2. Kamex Flotte greift an. Kamek, was führst du im Schilde? Aha, ich sehe schon. Okto. Viecher gibt's ja auch noch. Und ganz viele Luftschiffe. Das heißt, die Handlanger von Kamek wollen also Stress machen. Ich verstehe. Captain Turret, was machst denn du da? Achso, und wir mischen quasi direkt mit, oder was? Das ist ja schon mal geil. So, Captain Toady, was geht? Mario, mein Suchtrupp, der sich in Kameks Flotte eingeschlichen hat, kommt einfach nicht mehr zurück. Ich, der Kapitän, werde sie retten. Wart's nur ab. Ja, durch Sturm rumstehen, natürlich. Lass mich das mal machen. Servus. Aha. Upp, Alter, nicht schlecht. Der Typ hatte mich jetzt wirklich überrascht. Und du fliegst runter. Ich hoffe, hier gibt es noch eine Münze. Leider nicht. Ist hier vorne was? Nee, okay. Ja, ist ja schon, ist wirklich schon cool gemacht. Es ist wirklich schon cool gemacht. Je mehr ich Galaxy 1 spiele, umso mehr Bock bekomme ich irgendwie auf Galaxy 2. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass die Galaxy 2 nicht in der Mario 3D All-Stars Collection dazu gemacht haben. Zumindest als DLC hätte ich es noch gefeiert, aber da kam leider gar nichts. Finde ich auf jeden Fall ein bisschen schade und verstehe ich auch nicht so ganz. Aber ich meine, die Kollektion ist ja eh nur zeitlich begrenzt. So, was? Spring und dreh dich. Achso, ja. Wenn du etwas an einem hohen Ort aussammeln willst, springe und führe dann einen Dreher aus. Ich habe erst Dreier gelesen. Ja, ich möchte... Whoop. Erstmal noch voll Leben. Und zack. Das war das, was er gemeint hatte. Aber der Hase hat es ja auch schon vorgemacht. Das One-Up snacken wir uns auch noch. Und gehen zurück. Ja, alles klar. Bam. Aufs nächste Luftschiff. Moinsen Goomba. Oh, hätte ich den eventuell gebraucht hierfür? Nö, geht auch so. Ganz easy. Ist absolut kein Problem. Was aber ein Problem ist, seid ihr. Und ciao. So, hier ist ein Tod eingesperrt. Schleudert ein Panzer auf die Schatztruhe. Was denn? Achso, in die Schatztruhe. Schüttet den Joy-Con und drücke Y, um einen Panzer zu werfen. Okay. Ah, ja. Und bam, so kann ich das also. Okay, nice. Flop. Und da oben ist Kamek. Na, sieh mal einen an. Willst uns jetzt also doch endlich auslöschen, ne? Sorry, mein Freund. Doch, das wird nichts. Vorsicht. Verschwinde. Bam. Gekillt. Ah, ich brauch den Panzer. Und zack. Aha. Ein nächster Sternring. Plop. So, du fliegst einmal runter. Adieu.
Okay, das gibt mir One-Up. Hier, was ist das hier? Was bringt mir das? Oh, warte mal, ich glaube, hier soll man noch gar nicht rein, oder? Nein. Ich will ja erstmal noch einmal raus, um zu gucken, was hier draußen dann so ist. Und das interessiert mich nämlich irgendwie viel mehr. Wegen dieser Oktopoden kommen wir nicht weiter. Vielleicht sollten wir ein Panzer in sie rammen. Der Cooper schaut total böse. So, der kann nach einer Zeit hier wieder rauskommen, glaube ich. Dementsprechend killen wir die Viecher mal lieber schnell. Bam. Und tschüss. Okay, das legt die Treppe schon mal frei. Oh, ein roter Cooper Panzer. Ist bei dem jetzt irgendwas anders? Der ist ja in der Regel besser und ein Maxi-Pilz. Das heißt, es kommt gleich zum Bosskampf wieder raus. Aha, ein Secret. Sehr nice. Oh, ganz viele Sternteile hier. So muss das. Okay, dann war das da, glaube ich, oben doch ein Secret gewesen. Komme ich da jetzt nochmal irgendwie ran? Oh, bitte sag mir, dass ich da nochmal irgendwie rankomme. Oh, nee. Oh, aber jetzt nicht umbringen, Mario. Scheiße, ich glaube, ich hätte mich da einfach reinschleudern lassen sollen. Aber ich konnte es ja nicht wissen. Ich dachte, da geht's weiter. Nein, jetzt komme ich da nicht mehr rein, oder? Verdammt. Oh, ich Idiot. Ja, das ist jetzt blöd. Naja, ich habe Angst, dass Mario sich in den Tod stürzt, wenn ich da etwas zu unvorsichtig bin. Weil er macht den Wandsprung dann in die Richtung, in die ich gar nicht will, dass er die da lang macht. Ja. Oh, ich keine Ahnung, wie ich das getroffen habe. Aber ich habe es nochmal gehittet. Und was bringt mir das? Wow, es bringt... Okay. Es hat mich nur zu der Stelle gebracht, wo ich sowieso schon war. Okay, alles klar, dann war das also komplett umsonst. Aber was soll's. Haben wir immer noch mal eine schöne Rutschanimation gesehen. Was erwartet uns hier? Alter! Ein Giganto... Hässlich geschminkter Kamek. Okay, den Block hebe ich mir mal lieber auf. Bestimmt brauche ich irgendwie einen Cooper oder so, oder? Ja, okay. Er holt uns hier schon die Panzer, aber den muss ich auch erstmal treffen. Da nimmt... Ja, sehr toll. Da, friss! Bam! Jetzt haben wir ihn getroffen. Ich denke, dreimal muss man ihn hitten. Die meisten Bosse haben ja sowieso immer nur 3 Leben. Okay, es fliegt ja da nicht mehr im Background rum. Jetzt kommt auch nach hier vorne, sehe ich schon. Da. Da, friss. Bam. Zweiter Hit. Läuft bisher. Oh, nee, er holt seine Freunde dazu. Jetzt wird schon komplizierter. So, der erste Kamek ist down. Wo ist der andere? Hier. So, ich brauche den Panzer und kill ihn. Bam. Oh yeah. Und sein Zepter gehört uns. Beziehungsweise der Powerstern. Und ich muss sagen, der Bosskampf lief erstaunlich gut. Der hätte mich auch durchaus hitten können. Aber nix da. Ja, die Performance in dem Part von mir war bislang nicht so gut. Das gebe ich zu. Aber den Bosskampf, finde ich, den haben wir echt gerockt. Der lief wirklich gut. Oh yeah. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. So muss das. Ja, schauen wir mal, bei wie vielen Minuten sind wir jetzt? 31. Ich würde sagen, das Boss-Level können wir auch noch machen. So dass wir die Galaxie schon mal komplett abschließen. Wieso gehe ich denn immer wieder raus, ey? Bin ich blöd. Ja, komm, ich würde sagen...
Oder machen wir... Ja, komm, wir machen noch das Boss-Level, komm. Dass wir die Galaxie schon mal komplett abgeschlossen haben. Und dann passt das schon mal. Klebekok... Was? Kokon... Also Klebekokons und Königsspinne. Okay, das heißt, es kommt zum Kampf gegen eine Spinne. Sieht ganz schön eklig aus. Okay, willkommen in der Galaxie. Aua. Captain Toad, what's going on here? Aus unserem Suchtrupp ist auf der Suche nach einem Powerstern auf diesem Planeten gegangen. Aber er kommt einfach nicht mehr zurück. Kein gutes Zeichen. Zack. Okay, hier sind wieder diese Spinnviecher. Dann sollen wir also Spinnen darstellen. Ich finde, das kann man jetzt auch jetzt nicht so ganz als Spinne. Ja, wobei, ja, doch, gut. Kann man schon als Spinne identifizieren, aber. Naja. Wow. Alter, ich habe ich gar nicht gesehen hier. So. Einmal das hier. Und das hier. Und dann machen wir weiter. Njum. So, zack. Dann einmal hier hin. Oh nein, da vorne ist schon wieder der Vielfraß. Jetzt sehe ich schon. Bitte nicht. Ich habe doch kaum Sternteile. Was willst du von mir? Lalala, hey du da, ich will mal wieder fett werden. Gib mir Sternteile, so viel, Alter. Boah, Alter, komm schon, gib mir ein paar Sternteile. 50 Stück will ich. Hab ich leider nicht. Aber vielleicht finden wir hier noch ein paar. Ja. Komm, hier muss doch noch mehr sein hier. Das kann ja nicht alles sein. Was sind das da eigentlich für Dinger? Kann ich die kaputt machen? Ah, shit. Das war verschwendet. Hä, gibt's ja jetzt nicht mehr, oder? Wie ist das? Kann doch nicht sein. Und wofür ist dann dieses Ding hier da? Das verstehe ich nicht. Das macht absolut keinen Sinn. Aber ich kann hier runter, sehe ich. Gumba. Ich hoffe über Sternteile, ja. Ja, es fehlt jetzt nur noch so ein bisschen. Da siehst du, da habe ich schon. Da habe ich schon die 50. Ich kann sie ihm also schon geben. Dem fetten Viech. So, kommt Mario hier raus. Na, falsche Richtung. Ach so, dafür ist das Ding da, dass man damit herauskommt. Okay, verstehe. Ich habe es jetzt aber auf den Weg gemacht. So, ey. Polter, ich will essen. Ja, kann ich dich jetzt füttern oder? Hallo. Okay. Nom, 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 nom. So, jetzt könnt ihr. Boah, Alter, ich bin schon wieder so fett wie ein Stück Scheiße. Verwandlung. Na, verwandelst du dich wieder in eine Galaxie? Ah, nee, aber ein Yoshi-Kopf. Okay, so geht's natürlich auch. Na dann, let's go. Oh, der ist voller Goombas, sehe ich. Und speit Feuer, holy Hilfe. Oh, Alter, richtig viele Mist. Viecher sind ja hier, ey. Boah. Alter. Komm. Hau mir eine Killstreak hier raus. Wie viele Goombas hintereinander schaffe ich? Bam. Komm, du fliegst raus hier. Finale. Oh. Zack. Und bam. Bam. Bam.
Ja, da war ich mir jetzt nicht sicher. Ah, shit. Und dann treffen die mich auch noch. Ja, es ist auf jeden Fall klar, dass man alle killen muss. Zack. 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 Und du fliegst raus. Und ich glaube, das ist der letzte, oder? Ja. Hä? Das gibt einen Powerstern? Das war jetzt aber nicht der, den wir eigentlich kriegen sollten, oder? Aber ich nehme ihn natürlich gerne an. Weil wir haben ja noch nicht gegen die Riesenspinne gekämpft. Also, dass ich jetzt mit der Galaxie wieder von vorne anfangen muss. Toll. So war das jetzt eigentlich nicht geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, naja, gut. Die Chaoten des Weltraums, die Schabernack-Kometen, sind aufgetaucht. Die Schabernack-Kanonen verwandeln Galaxie in gänzlich andere Welten. Wenn du mehr wissen möchtest über die Schabernack-Kometen, frag den Luma dort drüben. Er kennt sich mit Kometen gut aus. Okay. Ja, jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd von der Zeit, weil jetzt sind wir bei, ja, 38 Minuten und... Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir jetzt genau in dem Moment gegen die Riesenspinne kämpfen, dass ich jetzt aber mit der Galaxie nochmal von vorne anfangen muss, weil ich jetzt diesen Secret Power Stern noch quasi gesammelt habe. Muss ich jetzt sagen, war jetzt so in der Art und Weise nicht geplant gewesen. Dementsprechend nimmt es mir nicht übel, aber dann würde ich den Part jetzt doch an dieser Stelle beenden und wir werden dann gegen die Riesenspinne erst im nächsten Part kämpfen. Aber wisst ihr was, Leute, als kleine Entschädigung kommt doch noch... Oder? Ja, ich kann morgen eigentlich keinen Part online bringen, weil morgen soll schon das Flash-Video kommen eigentlich. Ja, ich muss mal gucken. Eventuell schaffe ich es, morgen noch zeitlich einen Part online zu bringen. Wenn nicht, dann wird es nächsten Samstag den nächsten Part von Mario Galaxy geben. Und wir hören uns. Bis dahin ist noch ein schöner Tag. Schaut auf jeden Fall den Upload-Plan vorbei. Dort findet ihr immer alle News. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao.